Halt! Kannst du noch mehr geile ASMR? Wir müssen Dead Noise, versteht das? Verstehst das? Herzlich willkommen. Warte noch mit dem Kaffee, bitte. Hey, AB. Hallo, meine Damen und Herren. Jo, warte mal, bis mein Spiel auch. Ach so, du bist noch gar nicht so ready, oder? Jo, ich bin nur in Steam. In Steam? Ich hab schon wieder Bock zu furzen, aber wenn ich wieder. Also, oh, wir stehen hier mitten auf dem Feld, sehe ich gerade. Ja, wir haben noch der Acker-Match gemacht. Ja, stimmt, ey. Das ist schon wieder ein bisschen länger her. Ne? Ja. So. So. Was war denn? Ah ja, wir wollen. Achso, ich darf es jetzt noch nicht sagen. Ne? Was auch? Nee, danke. Ich habe noch ein Käsebrötchen liegen. Ich bin dir so das Schmatzende rausprügelt in der Post, Alter. Ja. So, bist du ready? Ja. Guck mal da, bitte. Noch nicht mit dem Kaffee. So, sorry. Hallo und herzlich willkommen zurück zu ARK, meine Damen und Herren. Ich bin der Kalle, das ist der Henno. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Seit über einem Jahr spielen wir jetzt ARK. Mann, da kann man ja was feiern, oder? Ja, Mensch. Ich habe auch extra heute ein Getränk mitgebracht, damit wir anstoßen können. Jetzt nimm mal deinen Kaffee in der Hand. Ach so, ja, Kaffee. Ja. Ja, wir haben Kaffee. Herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr ARK und wir haben nichts geschafft. 20 Jahre Folgen. Stimmt. Ja, gut. Nee, ich kann auch noch mal was sagen. Ach so. Ich freue mich dabei. Darf ich nicht? Doch. Ich freue mich dabei zu sein und ich bin der Henno. Seit 20 Jahren Folgen, einem Jahr waste ich meine Zeit. Darauf erstmal Prost. Jetzt. Da, haben wir ein lecker Bierchen dabei, ne? Kennt ihr ja so. Prost. Oh, Hake Beck, das schmeckt. So. Oh. Guck mal in die Flasche, wie spät das ist. Wispelige. Ihr werdet euch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Oh. Oh. Ihr werdet euch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, ne? Ja. Damals haben wir gesagt, wir wollen einfach mal ein bisschen was hier erreichen, ein bisschen dadeln, ein bisschen zocken, ne? Und das haben wir auch gemacht. Achso, ich dachte jetzt letzte Folge. Das auch. Da haben wir die Leute hier oben in dieser Note. Was für eine Note? Redest du jetzt über die erste oder nee, die letzte also Folge? Eben, also ganz am Anfang habe ich über die erste geredet, jetzt aber rede ich schon über die letzte. Achso. Wir haben ja viel erlebt, ne? Ja. Ja? Also Leute, ich sag's jetzt mal, was ich machen will. Ja, geil. Muss man ja auch nicht jetzt hier... Ich weiß es selber auch noch nicht, Leute. Nach 20 Folgen muss man jetzt hier auch kein Geheimnis draus machen. Mein Plan ist jetzt gewesen, wir gehen jetzt in die Basis, werden dann relativ zügig ins Winterbiom fliegen. Ja, was machen wir denn heute? Ah, gut, dass du fragst, Head of Blood. Heute machen wir... Head of Blood. Wir gehen heute in die Stadt. Wir gehen jetzt erst zurück. Wir gehen heute in die Stadt. Oh, ich habe Ehre 5 verloren. Hast du Ehre 5 genommen? Nein. Ich bin hier gerade aus Mord. Haben wir Ehre doch? Ja, ja, du bist hier vorne. Ich bin nur falsch abgebogen. Wir werden heute. Ja, was denn? Managarmere zähmen. Oder wir werden damit beginnen. Ja, aber Kalle, was ist denn ein Managarm? Das sind diese Leute, die so durch die Gegend fliegen. So piu, 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 piu. Die ach, diese aus Dragon Ball. Ja, ja. Alter, der sieht richtig geil aus. Alter! Alter! Boom! Die Son Goku ist, Alter. Und wenn wir gut sind, machen wir beide gleich. Also jeder ein. Aber es soll doch einfach sein. Es ist einfach, theoretisch, ja. Ja, man kann da tatsächlich mit so Toren arbeiten und so. Das ist quasi dann die Falle. Man kann das aber auch lassen. Okay. Down, oder? Ich glaube, er ist... Jetzt ist er. Ja, Level 5. Oh, hier hat eine Spinne. Alter. Spinne? Oh, Alter. Okay, gibt Spinnen, Jalla. Jalla, Habibi. Hä? Da ist Ehre 2. Ehre 2? Haben wir Ehre 2 verloren, Mann? Ja. Nee, beim Hinweg. Der hockt hier. Oh, Leute. Oh, von der außer Luft hier. Holt. Anus, ne? Lecker. Schmeckt. Saftig, süß. In meinen Mund. Kommst du? Alle noch an Bord hier. Boiler den mal weg. Ich hab meine Base gar nicht motiviert. Kombiniert. Ach, da markiert auf der Map. Deine Base nicht kombiniert. Das ist schlecht.
Ich weiß aber, was wir machen müssen, tatsächlich, um den Managama. Erklär doch mal Managama. Managama. Da muss man eigentlich nicht viel machen. Da muss man, theoretisch gibt es eine Taktik, da baust du so drei große Tore. Du stellst zwei so hin und eins quer. Und dann machst du eine Tür auf und lockst du den so rein. Das heißt, der geht, wenn du den angreifst, kommt er unten auf den Boden und will dich slappen. So, und dann gehst du da rein. Ist er stuck. Und dann ist er stuck. Ja, das ist einer halt, muss hinter ihm zumachen. Ja. So zählt man tatsächlich fast alle großen Viecher. Und das finde ich ziemlich lame. Wie willst du das sonst? Alter. Man kann den halt auch ganz normal wie einen Neandertaler zählen. Das Gute ist nämlich, ich weiß, dass er nicht seitwärts hauen kann. Aber wir können das auch gleich mit den Toren machen, wenn du schon diesen Blick drauf hast. Nö, ist dein Format. Wird lustig. Ja, wir können die Tore ja mitnehmen. Ja, Junge, wir kriegen so unnormal aufs Maul. Bauen wir uns ein Bett auf da? Wie willst du das denn machen? Also, weil der kommt doch und haut dich. Und was machst du dann? Mit dem Pfeilen. Hier. Ja, aber meinst du, wir schaffen den im direkten 1 gegen 1? Der braucht unter Level 100, braucht er 30 Pfeile. So, das heißt, du willst 15 Pfeile verschießen, bevor er dich tothackt. Ey, denk doch mal nach, Kalle. Mann, ich wusste auch gar nicht, dass du nicht denken und schreiben kannst. Was soll das denn jetzt? Das wusste ich all die Jahre nicht. Warte, ich mach jetzt hier... Kriegst du das hin? Ich glaube nicht, aber wir probieren mal. Das sieht sehr wackelig aus, was du da machst. Ja, du bist runtergefallen. Ja, aber mir geht's darum, dass der ganze Schmock da hochkommt. Tut er aber nicht. Sollen wir die wie Taxis, so Taxiunternehmen einfach eins noch einfahren? Ich glaube, das ist besser. Wir haben jetzt ein Jahr lang die Basis gemacht, weißt du? Jetzt können wir endlich Ark spielen. Und das Ding ist, du hast ja jetzt schon gemerkt, an der letzten Aktion... Was konnten wir machen? Richtig, Leuten auf die Fresse hauen. Aber im großen Stil, im großen Maßstab. Oh, Scheiße. Hey, hör mir doch mal zu. Ja, ich bin doch voll bei dir. Wir konnten Leuten richtig auf die Fresse hauen. Ja. So, und so geht's jetzt weiter, immer weiter. Hast du? Also das mit Stege, nee, das machst du. Das mach ich nicht. Sonst bleibt er da. Holen wir uns einen neuen. Bleibt alles so, wie es ist. Alter, wir haben die noch nie so sauber... Ja, deswegen ist es eigentlich gar nicht mehr so schlecht, ne? Das ist brüderlich geilo. Geilo Family. Geil, als ob wir die züchten würden, ne? Als wären wir so ein Zuchtverein, Alter, so, weißt du, mit so einer Lizenz, weißt du? Ja, mit der Lizenz zum Paar. Junge, das wäre einfach unnormal. Aber wie wir es mit Stegi handeln, das weiß ich noch nicht. Ach, das kriegen wir auch noch. To be fair, wir brauchen ihn eigentlich auch nicht mehr. Also. Willst du ihn abschlachten? Oder? Ich würde ihn schon gern abstechen. Alter, also Vögel finde ich auch geil. Ja, vor allem auch, dass der eine, dass wir den einfach gezüchtet haben. Ja. Wie krass ist das? Das ist unnormal belohnt. So, durchsuchen wir jetzt hier unsere Streiter, unsere Kämpfer nach Pelz. Ah! Oder generell, wir können die mal einmal hier... Einmal abladen, ne? Einmal abladern. Einmal in Abdallah. So, was ist denn hier mit diesen Knötchen, ne? Die bräuchten wir noch. Die Schwänze regen mich schon ziemlich auf. Alter, die haben auch manchmal so krasse Sachen dabei. So Herzen und so. Alter, wir haben richtig Loot. Also, jetzt nochmal, ne? Wir wissen noch nicht, was wir mit dem krassen Loot machen können. Aber allein der normale Loot, so wie viel Leder wir allein haben und hier Keratin und so. Ja, ist geil. Das ist schon... Aber haben wir uns auch verdient. Oh, ja. Alter, dadurch, dass wir diese ganzen Bitches gebumst haben, haben wir jetzt richtig viele Knötchen. Ja, die Knötchen, also... Das ist schon... Ja. So. La 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 la. Was machen wir mit Kutschi? Ich würde für Kutschi voll gerne so einen Käfig bauen oder so. Ja, aber so einen richtig engen. Ja, wo er sich dann auch frei bewegen kann. Wie so Bioschweine. So. Was mit Stegi? Ja, da habe ich dir die Aufgabe erteilt, dass du das machst, ne? Ach so, ja gut. Das ist halt so ein LKW, Alter. Kann man den anheben? Das wäre krass. Nee. Ein Kran hier? Danke. Ach, du bist das! Ja. Soll ich den rausschieben? Also, weil hier nach vorne geht gar nichts. Freed from desire. Your return is perfect. Will Griggs on fire. Ja, die Fans ist terrifying. Das finde ich so krass bei dir und Maxim. Ihr kennt halt einfach ultra viele Lyrics. Gib mal ein Sheet, Leerzeichen, Ghost. So, und jetzt gehen wir mal hier durch die... Alter! Dö, 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 dö. Miku! Alter, ist in der Lena R. Wenn ich das jetzt wieder eingebe... Komm her, du! Jetzt raus! Oh ja! So. Oh ja. So, jetzt spring den rein. Woo! Ey, er steppt voll in die Air, Alter. Ja, Kalle, ich komme. Er ist richtig
Mary Poppins. Yo! Jetzt hast du dich kaputt gemacht! Wir haben neuen Belag. Komm doch raus, Junge. Dürüm, 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 dürüm. Einfach, wer ist denn in der Luft, ey? Dürüm. Oh nein! Ich wollte in der Luft aufschauen. Komm, runterstehen! Alter, reicht langsam! So, Kalle. War doch lustig. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ist das schon wieder Anmod? Nee. Bis Ende jetzt. Tschüss!